Jasper Morrison heißt der Designer, dem derzeit im Bauhaus-Archiv eine Ausstellung gewidmet ist. Annemarie Jeggi ist die Direktorin hier. Frau Jeggi, als ich im Vorfeld durchs Haus gegangen bin, da hörte ich schon, ach, die Lampe wollte ich mal kaufen oder das Topfset. Also wir haben es hier mit einem Produktdesigner zu tun, der unsere Alltagswelt schon sehr geprägt hat. Ja, das ist richtig. Und da kann ich auch sagen, dass es mir genauso ergangen ist. In den 80er Jahren, als Jasper Morrison sozusagen auf der Bildfläche aufgetaucht ist, habe ich ihn auch wahrgenommen. Und damals noch als Studentin wollte ich unbedingt einen Stuhl von ihm haben. Das habe ich dann später nachgeholt. Ja, er ist ein international renommierter Designer. Weltweit hat er Studios, übrigens auch in Japan, nicht nur in England, wo er herkommt. Er arbeitet mit allen internationalen Firmen, die im Bereich des Designs unterwegs sind. Das ist eine echte Größe und für uns ist es eine unglaubliche Ehre, diese Ausstellung hier zeigen zu können. Und man kann auch sehen, dass sich sein Tätigkeitsfeld auf verschiedenste Objekte bezieht. Ja, ich glaube, es gibt kaum etwas, was er noch nicht entworfen hat. Das geht vom Sportschuh bis zur Straßenbahn und besonders Stühle. Und das scheint eine Leidenschaft von ihm zu sein, immer wieder einen Stuhl neu anzugehen. Nicht zu wiederholen, was man schon mal gemacht hat, sondern sich der Herausforderung zu stellen. Und eigentlich kann man es ja gar nicht glauben, es gibt so viele Stühle und jedes Jahr kommen auf der Möbelmesse wieder neue dazu. Aber seine bleiben und es sind dann auch, wie man so schön sagt, Longseller, die sich auf dem Markt halten. Und es gibt nicht viele, die dieses Niveau halten können. Er ist ja ein sehr zurückhaltender Mensch, wenn man ihn hier so erlebt hat. Und er sagt, die Form ist unwichtig. Also er will nicht sein Ego da so in die Produkte hineinbringen. Also ich persönlich denke, die Form ist sicher nicht unwichtig, aber andere Dinge sind ihm wichtiger. Vielleicht kann man es so sagen. Atmosphäre ist etwas, was ihm ganz hoch oben steht, wie er uns auch auf dem Rundgang eben berichtet hat. Der Gebrauch, der selbstverständliche Gebrauch, also er verwendet auch nicht das Wort Funktion oder Funktionalität, sondern Use, Gebrauch. Was ich ganz toll finde, ist, dass seine Gegenstände, das verlangt er, dass es Teil seines Denkens kompatibel sein müssen mit allen anderen Gegenständen, mit denen wir leben. Seine Gegenstände sollen nicht in Konkurrenz treten, sie sind aber trotzdem selbstbewusst, auch wenn sie sich enorm zurücknehmen. Und das ist seine Qualität, würde ich schon sagen. Die haben eine Aura oder eine Präsenz, ohne dass sie angeben. Aufgebaut ist ja die Ausstellung so chronologisch. Es fängt an in den 80er Jahren mit einem Tisch, der aussieht, als wäre er aus Fahrradlenkern gebaut. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist sicher eines seiner allerersten Objekte, die er geschaffen hat. Dieser Tisch, der tatsächlich aus Fahrradlenkern besteht. Überraschend, Jasper Morrison sagte eben auf unserem Rundgang, das ist eigentlich ein Objekt, was ganz nah am Bauhaus ist. Es gibt ja diese Anekdote, dass Marcel Breuer beim Fahrradfahren inspiriert wurde, mit dem Werkstoff Stahlrohr überhaupt zu arbeiten. Und dann hat er ja seine Designgeschichte schreibenden Stahlrohrmöbel entwickelt am Bauhaus um 1925 herum. Und das hat Jasper Morrison wörtlich genommen und hat zwei Fahrradlenker genommen und sie kombiniert und mit einer Glasfläche dann bedeckt und daraus einen Tisch gemacht. Das war natürlich eine ironische Stellungnahme, die er damals vor allem gegen das herrschende Design, was ihm gar nicht gefallen hat, nämlich das sehr ornamentale von Memphis, was für ihn ein Schock war und gleichzeitig der Aufruf, dass er eigentlich was anderes will. Und so hat er angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, mit Geschichte, mit dem, was die anderen machen, solche objekthaften Assemblagen zu machen, ganz am Anfang seiner Karriere, als ihn noch gar niemand kannte. Und mit diesem Objekt beginnt die Ausstellung als ein Statement, wenn man denn so möchte.
Vielleicht noch mal kurz zur Erläuterung. Memphis? Memphis ist eine Richtung des Designs, die von Italien kam. Die haben einen Tabubruch begangen, weil bis in die 70er Jahre hinein sollte ja alles clean und funktional dem Bauhaus weitestgehend folgen. Das ist die Ansage gewesen in den allermeisten Schulen, in denen Designausbildungen stattgefunden haben. Und eine Gruppe in Italien hat sich zusammengetan und hat revoluzzerartig das umgestoßen, hat schreiende Farben genommen, Materialmixe und vor allem starke Ornamente. Und einfach um das aufzubrechen, einen Tabubruch zu begehen. Das hatte ganz große befreiende Qualitäten. Einerseits so ein Tabubruch, andererseits ist das Design historisch gesehen wahrscheinlich nur so ein Aufflammen, ein Aufbegehren, was aber dann viele neue Möglichkeiten eröffnet hat, für die nachwachsende Generation ihren eigenen Weg zu gehen. Dieses Bild im Hintergrund, ist das Berliner Zimmer. Da kennt man ja eigentlich, stellt man sich so ein Durchgangszimmer vor, aber damit hat es hier weniger zu tun. Ja, ich weiß nicht, ob da irgendeine Anspielung gemeint ist. Ich habe es nicht so verstanden. Dieses Zimmer heißt Berliner Zimmer, weil es in Berlin entstanden ist. Jasper Morris hatte ja ein einjähriges Stipendium Anfang der 80er Jahre hier in Berlin, hat an der UdK studiert und er ist später nach Berlin zurückgekommen und hat dieses sogenannte Berliner Zimmer vorgestellt, was in sich sehr zurückgenommen ist mit dem Werkstoff Holz, Furnier, Schichtholz arbeitet und ganz reduziert ist auf die Dinge, die man für das tägliche Leben braucht und nicht mehr. Sind denn diese Dinge, die man hier sehen kann, sind die immer noch im Handel erhältlich? Ja, das zeichnet ihn auch sehr stark aus, dass seine Produkte zum allergrößten Teil ungebrochen produziert werden, zum Teil seit 20 und mehr Jahren. Und sie bekommen das in designorientierten Einrichtungshäusern rund um den Globus, können das käuflich erwerben. Es ist eine Wanderausstellung, die konzipiert wurde in Belgien, in einem Designmuseum in Grand-Ornu, in einer Ortschaft in Belgien. Und die ist uns angeboten worden. So ist das im Museumsbetrieb, dass man auch von anderen Ausstellungen angeboten bekommt. Wir bieten unsere Ausstellungen auch manchmal an. Und so kann man von außerhalb außerordentlich interessante Dinge auch bei sich gastieren lassen. Und das ist eine solche Ausstellung. Das heißt, sie wurde kuratiert von einer außenstehenden Person, die nicht zu unserem Haus gehört. Aber natürlich wurde mit uns und mit Jasper Morrison diese Ausstellung auf unsere Räumlichkeiten adaptiert. Und er ist unter anderem natürlich auch deshalb zu sehen, weil er selbst ein Anhänger des Bauhaus ist. Welche Designer haben ihn inspiriert? Ich glaube, es ist nicht nur das Bauhaus. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von großen Figuren der Designgeschichte, die ihn maßgeblich inspiriert haben. Aber er ist ja jemand, der sehr früh seinen eigenen Weg gefunden hat. Und ich würde eher annehmen, dass es heute sehr viele gibt, die in ihm ein Leitbild inzwischen erkennen. Er ist nicht sehr freigebig, wenn man ihn darauf anspricht, wer ihn beeinflusst hat. Aber ich glaube, das ist kein Künstler. Man zeigt, glaube ich, nicht gerne auf andere, sondern stellt selbstbewusst sein eigenes in den Mittelpunkt. Wie ist es eigentlich bei diesen Produkt- bzw. Industriedesignern? Wie viel von der Idee, also besonders wenn man für so große, renommierte Marken arbeitet, wie viel von der Idee des Designers wird am Ende tatsächlich umgesetzt?
Das ist ja ein langer und manchmal auch steiniger Prozess. Also man beginnt mit einer Idee. Bei Jasper Morrison ist es so, dass er nach wie vor zeichnet. Das tun ja sehr viele inzwischen nicht mehr, aber für ihn ist das Entwickeln aus der Zeichnung heraus sehr wichtig. Man macht erste Prototype, man probiert das mit dem Material aus. Es sind ja auch Aufträge in aller Regel und nicht Dinge, die man aus Lust und Laune sich selbst ausdenkt. Man muss das mit dem Hersteller, mit seinen Ingenieuren intensiv diskutieren. Und auf dem Weg ändert sich natürlich eine Idee, ändert sich auch ein solches Objekt, bis man es dort hat, dass es wirklich produktionsreif ist, immer noch dem Designer entspricht und er dahinter steht, aber gleichzeitig der Hersteller ja auch damit einverstanden sein muss. Ein Hersteller denkt natürlich an die Verkaufbarkeit und das sind dann oft Kompromisse, die man gemeinsam eingehen muss. Sehr oft wird aus einem Objekt am Ende auch nichts. Auch das ist Bestandteil übrigens dieser Ausstellung. Und Jasper Morrison zeigt auch Zeichnungen, er zeigt auch Prototyp gebliebene Objekte, die nie in Serie gegangen sind.